Bitte einen großen Applaus für aus Berlin Alice Köfer. Hallo. Hallo. Ist es schön? Ist es schön? Hallo, ich finde das immer sehr, sehr gut, wenn gleich am Anfang einer sagt, dass ich aus Berlin bin, weil mir natürlich völlig klar ist, dass sie es nicht hören. Ja, nee, nee, wirklich. Also es ist auch so, ich werde versuchen, Hochdeutsch zu sprechen für Sie, aber es ist immer so, wenn so die Emotionen mit mir durchgehen, also wenn ich aufgeregt bin, dann fange ich einfach immer an zu Berlinern. Ja, und hat aber auch Vorteile, denn wenn ich Berlinere, dann kann ich in der gleichen Zeit doppelt so viel sagen. So, ja. Ja, so eine klassische Win-Win-Situation. Und das ist auch gut, weil ich habe mir sehr viel für Sie vorgenommen. Ich habe nämlich auch hier zur Verstärkung, habe ich nämlich hier ein ganz tolles Gerät mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Sie das, also Sie oben sind jetzt im Vorteil, Sie können das natürlich wunderbar sehen. Sie hier unten, können Sie das auch sehen? Dieses Gerät, das ist ein super Ding. Da kann man seine Stimme aufnehmen, ja, und dann ganz tolle Sachen, also das kann ganz viel. Ich habe überhaupt ansatzweise noch nicht rausgefunden, was das alles kann. Ich glaube, das ist auch ein Thermomix. Und da habe ich jetzt einfach mal so mitgebracht, weil, wissen Sie, meine Damen und Herren, ich habe eine Löffelliste geschrieben. Wissen Sie alle, was eine Löffelliste ist? Ja, ja, also für die, die es nicht wissen, Löffelliste, das ist eine Liste, da schreiben Sie drauf, was Sie noch erleben möchten, bevor Sie... So, den Löffel abheben. Deswegen Löffelliste oder Englisch Bucketlist. Also man kann sich merken, eine Löffelliste, das ist die einzige To-Do-Liste, bei der man sich wirklich an die Deadline halten muss. So. Und die habe ich geschrieben, jetzt schon. Ja, damit ich nach hinten raus nicht so einen Stress hier rate. Und, ja, nee, komm, ist doch klar. Und da steht nämlich unter anderem, steht da drauf, und da möchte ich Sie so ein bisschen Anteil haben lassen, da steht nämlich drauf, dass ich ein paar Fremdsprachen noch lernen möchte. Und da habe ich gedacht, Mensch, Fremdsprachen, was ist denn jetzt so eine Fremdsprache, so eine tolle, mit der du echt super, super, super gut weit kommst. Und da habe ich gedacht, Isländisch. Isländisch ist eine ganz tolle Fremdsprache, da kommst du super weit mit, ja, und auch wunderschöne Sprache. Und damit Sie jetzt auch, damit ich Ihnen ein bisschen was mitgeben kann hier heute, habe ich ein ganz, ganz tolles, wunderschönes, altes isländisches Volkslied mitgebracht, was ich Ihnen jetzt sehr gerne vorsingen möchte. Und dazu werde ich das Mikrofon wechseln. Dominik, zack, so. Das hat ja super geklappt. Und eine Volksweise. Und ich werde die aufnehmen, weil das vielleicht, es ist sehr gut möglich, dass jemand das nachher als Klingelton haben möchte. So, so, also, das habe ich extra für Sie einstudiert, das hat noch nie geklappt. So. Oh. So, ich muss mich konzentrieren. So. Snia plamos tchan nia brepir retvo his tebniv satnet hitu zeyzuma sniach zahado zalidem nutbo snia plamos tchan nia brepir retvo. Ja, ich weiß, meine Aussprache ist noch ein bisschen deutsch. Aber ist es nicht wunderschön? Es ist wunderschön. Und jetzt, aber isländisch rückwärts, meine Damen und Herren, isländisch rückwärts klingt so. Auf der Reeperbahn, Nacht, so mal eins, ob du Medina so nah hast, keins, amüsierst du dich. Wenn das Winter sich auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Oh Mann!
so Momente, wo meine Eltern sich immer fragen, war es echt nötig, dass wir sie studieren schicken? Aber wirklich, sie haben mich jetzt sehr glücklich gemacht. Das ist wirklich wohl, weil man kann das ja auch zu Hause nie so üben. Man hat doch zu Hause, hat man ja nicht einfach so eine Yeah-Gruppe rumsitzen auf seinem Sofa. Ja, das ist nicht mit Ihnen hier dabei. Ich habe ja zu Hause auf meinem Sofa eher nur so eine Gruppe sitzen. Ja, zur Zeit habe ich auf meinem Sofa so, ja, nur meine beste Freundin sitzen, die sehr, sehr schlecht drauf, muss ich sagen. Das ist meine Freundin Kim, die ist nämlich schon wieder verliebt. Also ich sage deswegen schon wieder, weil das bei Kim andauernd vorkommt. Ja, ist so einmal kurz nicht hingekickt, Kim ist schon wieder verliebt. Ich glaube, sie ist auch dieser Single, der sich da alle 11 Minuten... Und, ja, nee. Naja, das ist auch so, wenn man so eine Kim hat, man braucht kein Hobby, ja. Andere sagen immer, ich zeichne, ich male, ich schwimme. Ich sag immer nur, ich kimme. So, jetzt hat sie mich auch... Letzte Woche hat die mich wieder auf Trab gehalten, es ist unglaublich. Da stand sie mitten in der Nacht vor mir an meiner Tür und hat sie gesagt, du Alice, ich komme gerade von einer Party, ich habe mich in einen Christian Lehmann verliebt. Da habe ich gesagt, ja, warum klingelst du mitten in der Nacht bei mir? Christian Lehmann ist doch ein schöner Name, was ist das Problem? Du musst mir helfen, den im Internet zu finden. Da habe ich gesagt, ja, das kannst du doch alleine. Hast du schon mal probiert, einen Christian Lehmann zu googeln? Nein, es gibt mehrere. Und dann habe ich sie reingebeten, ihr ahntet schon, und wir haben uns die halbe Nacht durch die Christian Lehmanns dieser Welt geklickt. Aber wir haben ihn gefunden, ich hätte das nicht gedacht. Stunden später, wir haben ihn gefunden. Das Problem war nur, wir haben bei dieser ganzen Rumgoogelei ihn gefunden, der uns viel besser gefallen hat. Ja, und jetzt hat ja, also, und dann hat meine Freundin Kim, die kennt ja nicht, die ist ja dann losgegangen, hat sie dem neuen Christian Lehmann, hat sie einfach eine E-Mail geschrieben, hat sie gesagt, lieber Christian Lehmann, habe heute auf einer Party einen Christian Lehmann kennengelernt. Und jetzt habe ich aber bei der Internetrecherche dich gefunden. Wie sieht's aus? Bist du auch Single? Wollen wir uns treffen? Und er hat dir antwortet. Keine 24 Stunden später und er hat dir antwortet. Hat er geschrieben, liebe Kim, das ist ja total süß, Mensch. Das hat noch nie jemand für mich gemacht. So romantisch. Und ich habe dich auch gegoogelt und weißt du was? Ich habe auch jemand gefunden, der mir viel besser gefallen hat. Dankeschön. Schönen Abend noch. Liebe Leute, Alice Köfer!